Hey Leute, endlich ist die erste Folge der dritten Staffel von The Mandalorian draußen und ich hab Bock, ein bisschen darüber mit euch zu quatschen. Dieses Video hier soll jetzt kein großartiges Recap oder sonst irgendwas sein. Ich will einfach nur so ein bisschen mit euch quatschen, so hab so ein bisschen Redebedarf, hab so ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte und will dazu mal eure Meinung hören, deswegen gerne mal mitdiskutieren. Ansonsten wird es natürlich auch wieder einen großen Mando-Besprechungsstream geben. Immer donnerstags 20 Uhr, das heißt morgen 20 Uhr das erste Mal, ne? Dann die Folge 1 quasi. Und da könnt ihr natürlich auch live dran teilnehmen, live mitdiskutieren, Sachen in den Chat schreiben, Sachen ansprechen, was euch gestört hat, was euch gefallen hat. Und dann können wir natürlich ganz easy darüber quatschen. Aber wie schon gesagt, ich habe ein bisschen Redebedarf. Ich habe ein paar Punkte mir rausgeschrieben, die mir gut gefallen haben. Und auch zwei Punkte, die mir leider nicht so doll gefallen haben. Deswegen, ich will mal gerne wissen, was ihr von den ganzen Sachen haltet. Let's go! Erstmal vorneweg, mir hat die Folge gut gefallen und ich liebe es bei The Mandalorian. Die kriegen irgendwie diesen Zauber hin für mich, diesen Star Wars Zauber, dass man überall etwas zu entdecken hat. Überall im Hintergrund gibt es kleine Details zu entdecken, es laufen überall Aliens rum, wo man sich andauernd alles Mögliche im Hintergrund auch mit den Augen abscannen kann. I love it. Die nehmen sich Zeit, Sachen zu zeigen, die nehmen sich Zeit, Sachen einzuführen, die machen mal Panoramen mit einfach geiler Musik, wo man sich einfach mal entspannen kann und das Ganze genießen kann. Zeigen viel von diesen ganzen kulturellen Hintergründen und so. Das sind alles so Sachen, die ich leider bei den anderen Produktionen so ein bisschen vermisse. Gerade bei Book of Boba und Kenobi fand ich das ein bisschen wenig. Und hier habe ich das endlich wieder zurückbekommen und ich liebe es. Was ich hier so ein bisschen herausstellen möchte, sind natürlich einmal diese Anfangsszene mit den Mandalorianern. Richtig cool, zeigt man auch nochmal komplett die Kultur und so und diese ganzen verschiedenen Clans, die sich da zusammengeschlossen haben als Überbleibsel. Und genauso diese Veränderung, die es auf Nevarro gab, dieser ja quasi Markt. Und diese ganzen Sachen, die da im Hintergrund passieren, da sind so viele coole Sachen zu entdecken. Des Weiteren werden dann auch immer wieder tolle Panoramen gezeigt und es gibt halt so Kleinigkeiten, wie beispielsweise, dass dann Grogu auch gezeigt wird, wie kann man das Schiff fliegen, ne, guck mal hier, zack, so geht das, dies, das. Ich finde es toll, wenn sich für sowas dann Zeit genommen wird, weil das macht das Ganze irgendwie halt so unfassbar glaubwürdig. Gehen wir auch gleich nochmal zurück zu dieser Anfangsszene mit den Mandalorianern und der quasi Action-Szene mit dieser großen Wasserbestie. Die fand ich super in Szene gesetzt, man sieht alle möglichen mandalorianischen Gadgets, wie diese Seilwerfer, dann natürlich auch noch sowas wie die Flammenwerfer, die Jetpacks, die verschiedenen Blastergewehre und Blaster, die die so dabei haben. Man sieht auch immer wieder, wie sie sich gegenseitig helfen, um so ein bisschen diesen Zusammenhalt der Mandalorianer wieder zu spiegeln. Das Ganze sieht dann natürlich besonders gut in Szene gesetzt aus, wenn die Kamera dann mit in der Action so mit runter ins Wasser gezogen wird, während dann so ein Mandalorianer auch unter Wasser gezogen wird. Das sieht halt echt cool aus und gibt der ganzen Szene so eine richtig coole Dynamik. Also für mich auf jeden Fall eine der zwei besten Action-Szenen in dieser Folge. Richtig, richtig cool. Wir hoppen jetzt übrigens so ein bisschen von Szene zu Szene, denn ich will ja, wie gesagt, kein großartiges Recap machen, sondern eher so ein bisschen meine Eindrücke mitteilen. Was ich dann noch interessant fand, im Hyperraum sieht man dann ja so ein bisschen die Purgles angedeutet, diese Hyperraumwale aus beispielsweise Rebels. Und ich glaube fast, es ist so eine Art Vorbereitung auf Ahsoka, oder was meint ihr? Weil ich denke mal, in Ahsoka werden diese Purgles, also in der Ahsoka-Serie, werden diese Purgles auch nochmal eine Rolle spielen auf der Suche nach Ezra in irgendeiner Form. Was glaubt ihr, oder wird man das irgendwo im Mandalorian aufgreifen? Also noch weiterführend. Ich glaube fast nicht. Dann geht's auch schon zu Nevarro rüber. Und wie gesagt, da gab es so viele coole Sachen zu entdecken. Bekannte Druiden, die dann im Hintergrund stehen. So eine kleine Band, die da gespielt hat, fand ich super geil. Oder diese kleinen Druiden, die dann Greef Kargas Umhang die ganze Zeit so mitziehen. Also das ist der größte Pimp geworden, den es gibt. Die Erwähnung von Cara Dune und Gideon fand ich auch extrem schön. Hat mir sehr gut gefallen, wie man das eingebaut hat. Mal gucken, ob man Gideon in der Staffel auch nochmal in irgendeiner Form so ein bisschen sieht, was mit dem geschehen ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber danach kommen wir auch schon zu einem der zwei größeren Kritikpunkte, die ich hier habe. Und zwar das Problem mit IG-11. Ich fand es sehr schön, dass man da so eine Statue eingebaut hat für ihn, so eine Honorierung. Ich fand es jetzt auch gar nicht unbedingt komisch, warum er jetzt gerade diesen Druiden dabei haben will. Der hat natürlich irgendwo so eine Connection zu dem, ne? Er hat ihn als Freund bezeichnet in der Serie, also schon vorher in Staffel 1, aber jetzt auch nochmal, dass es sein Freund ist. Ich verstehe ja schon, ne, der hat so eine schwere Vergangenheit mit Druiden. Gerade den dann als so vertrauten Verbündeten zu haben, ist natürlich irgendwo verständlich, dass er das gerne so haben möchte. Allerdings hat man dann auch schon so in Szenen von Book of Boba gesehen, wo er dann am neuen Schiff rumgewerkelt hat, dass dann da auch diese BD-1-mäßige Druideneinheit mit halt dabei steht. Und da frage ich mich dann, also einerseits wollen die immer noch sagen, er hat irgendwie so Vertrauensprobleme bei Druiden, andererseits sieht man dann aber sowas. Warum will er jetzt unbedingt IG-11 haben? Wie gesagt, ich verstehe den Grundgedankengang, aber gerade wenn das dann halt immer weitergeht, ne, und dann kriegt er den nicht richtig repariert, Greef Karga rät ihm davon ab, es geht dann erstmal schief und dann wird er böse wieder und will Grogu töten und warum will er dann unbedingt diesen einen Druiden haben? Besonders wenn man jetzt mal irgendwie guckt, wofür wird IG-11 denn eigentlich gebraucht? So wie ich das verstanden habe, möchte Din den primär dafür nutzen, dass er halt irgendwo auf Mandalore nach diesen Quellen sucht. Jetzt ist die Sache, dass die nicht genau wissen, ist Mandalore gerade begehbar für normale Menschen oder halt nicht. Das heißt, man bräuchte in irgendeiner Form so eine Art
Anti-Seuchen-Druiden, der halt irgendwo so gucken kann, der messen kann, ist es gerade irgendwie begehbar für Menschen oder für Dinn? Ist es hier, ne, ist die Atmosphäre in Ordnung? Ist irgendwie das Wasser in Ordnung? Kann man sich hier irgendwo infizieren oder sowas? Also davon gehe ich jetzt aus oder wofür wird der gebraucht? Da bin ich dann eher so ein bisschen überfragt, warum braucht er jetzt quasi einen ehemaligen Attentäter-Druiden? Hat der überhaupt diese Spezifikation, um das alles herauszufinden? Gibt es dafür nicht irgendwie besser geeignete Druiden? Also was ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, wäre so eine Art, ja, quasi Suchdruide, ne, wie die imperialen Suchdruiden, die dann einfach so ein bisschen durch die Gegend hovern, so ein paar Daten sammeln und dann wieder zu ihm zurückkehren, ne, so eine Art Sonde quasi. Oder halt die Darth Maul in Episode 1 und sowas in der Richtung. Die wirken für so eine Art von Tätigkeit halt einfach irgendwie geeigneter. Aber gut, vielleicht irre ich mich ja auch und das hat dann irgendwie noch seinen Sinn, warum das so gemacht wird. Ich weiß nicht, bis jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Vielleicht habt ihr da eine Ahnung, gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann geht's zu den Anzellanern und I love it. Ey, die Anzellaner sind super, also die Babu Frick Spezies. Und ich hoffe und ich glaube auch, das ist nicht Babu Frick. Ne? Deswegen, ich hoffe, das bleibt auch so. Ich mag das nicht, wenn es immer wieder Connections gibt, die ja sehr erzwungen wirken. Deswegen, ich wäre sehr froh, wenn das jetzt nicht Babu Frick ist. Es wirkte mir nicht so. Und ich fand es ein bisschen merkwürdig, wie Din die da nicht verstanden hat, obwohl die ja relativ eindeutig reden. Ich war jetzt nicht in ganzen Sätzen, aber man hat ja schon verstanden, was sie wollten. Aber fand ich ganz witzig, fand die Szene allgemein ganz cool, hat mir gefallen. Diesen Plot mit den Piraten fand ich dann eigentlich auch ganz cool. Gerade dieser Hintergrund und die Vergangenheit von Greef Karga nochmal zu sehen, das passt auch total in das Bild rein von ihm. Finde ich eine coole Nummer. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich liebe es, dass diese Serie so viele Kostüme nutzt, Mann. Es sind so geile Aliens da zu sehen, Mann, und die sehen alle richtig gut aus. Das führt dann auch später zum zweiten optischen Highlight der Folge, und zwar dieser, ich sag jetzt mal, Dogfight im Flieger, dann im Asteroidenfeld. Hat mich am Anfang total an Episode 2 erinnert mit Obi-Wan gegen Django. Und rein optisch auch das zweite Highlight dieser Folge, einfach eine richtig geile Action-Szene, fand ich. Und gerade musikalisch richtig gut unterstützt noch irgendwo. Da gab es dann immer diese typischen Mando-Klänge, wenn dann irgendwie was krasses, Überraschendes passiert, wenn er so aus dem Hinterhalt kam. Fand ich richtig cool. Und da wurde ja auch dieser Gorian Chart als quasi kleiner Antagonist, ich bin mir nicht sicher, wo das jetzt hinführt, eingeführt. Der wirkt so ein bisschen klischeehaft, wirklich wie so ein typischer Pirat mit diesem komischen Seetangbart, den er da hat. Das fand ich ein bisschen too much irgendwie. Aber ich bin mal gespannt, was sie mit dem machen. Ich finde den auf jeden Fall cool. Aber nur nicht, dass der dann jetzt komplett den Antagonistenplatz dieser Staffel einnimmt, sondern dass es auch noch weitere Antagonisten gibt neben dem. Der kann immer mal wieder auftauchen und kann irgendwo versuchen, den Mando so zu attackieren oder sonstiges oder dem irgendwo im Weg zu stehen. Aber ich hoffe persönlich eher auf diesen Konflikt auf der Oberfläche von Mandalore oder mit den Mandalorianern. Das würde mich auf jeden Fall mehr interessieren als jetzt dieser Piratenkönig, auch wenn der sich auch sehr cool anhört, wie gesagt. Am Ende kommen wir noch zu einer Szene mit Bo-Katan und da kommt der zweite große Punkt, den ich ein bisschen weird finde, und zwar so hinsichtlich des Finales der zweiten Staffel. Das habe ich auch schon bei Book of Boba gesagt, also die Sache mit Grogu wird leider überhaupt nicht aufgeklärt. Leute, die wirklich nur The Mandalorian gucken, stehen hier mit einem ganz großen Fragezeichen im Gesicht rum. Denn man guckt The Mandalorian durch, sieht das Finale der Staffel 2 und fängt Staffel 3 an und Grogu ist einfach wieder da und er hat ein neues Raumschiff und man denkt sich, warum? Und ja, ich finde das nicht gut gelöst, dass man zwei Mandalorian-Folgen in Book of Boba reingepackt hat. Habe ich damals nicht gemocht, mag ich jetzt nicht und man hat es auch überhaupt nicht aufgeklärt, finde ich sehr schade von der Erzählstruktur. Finde ich irgendwie gar nicht gut, gefällt mir nicht, aber naja, der Zug ist abgefahren. Genauso wurde diese Sache mit Bo-Katan jetzt sehr wenig aufgeklärt. Am Ende der Staffel 2 hat man irgendwie gedacht, oh, die haben jetzt eine Art kleinen Konflikt, ne? Einerseits sind die irgendwo verbündet, andererseits will Bo-Katan dieses Darksaber, muss es aber in irgendeiner Form im Kampf gewinnen. Hm, wie lösen sie das auf? Und dann macht man erstmal gar nichts und sie kehrt dann einfach zurück und resigniert und sitzt dann einfach rum in ihrem Palast. Wobei sie dann auch nicht komplett resigniert hat, weil irgendwo den Fragen weicht sie dann aus. Der Mando fragt ja dann auch, hast du es komplett aufgegeben, Mandalore zurückzuerobern? Und da antwortet sie nicht direkt drauf, sondern schiebt dann eher so ein bisschen die Schuld oder sagt dann eher so, ne, was war denn mit deinem Clan und deiner Gruppierung? Hm, von daher, ich hoffe, das lösen sie nochmal ein bisschen mehr auf. Das war mir ein bisschen zu wenig, um ehrlich zu sein. Ich hätte da gerne noch ein tiefer gehendes Gespräch und ein bisschen mehr erfahren, wie das Ganze jetzt ja, so zu Ende gegangen ist und was Bo-Katans großer Plan ist, weil ich fände das ein bisschen blöd, wenn die jetzt einfach nur, ja, wie gesagt, resignierend rumsitzt und gar nichts macht. Und hoffe und ich denke eigentlich auch, dass man dahingehend nochmal was sehen wird. Es ist ja auch erst die erste Folge. Es wurden viele Sachen aufgemacht. Es wurden viele Aufträge quasi aufgemacht, die jetzt Mando so nach und nach erfüllen muss. Ich fand, es war ein cooler Start irgendwo, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, größere Kritikpunkte sind halt dieses Auflösen des Finales der zweiten Staffel. Gerade hinsichtlich dieser Darksaber und besonders dieser Grogu-Geschichte. Und die Sache mit IG-11. Das waren jetzt so zwei Sachen, wo ich mir dachte so, hm,
Naja, vielleicht könnt ihr dazu was schreiben oder habt noch Ideen oder habt gesagt, ey, guck mal, das hast du übersehen, ne? Schreibt's gerne mal rein. Und ansonsten, was sagt ihr denn zu diesen ganzen anderen Punkten, die ich jetzt gesagt habe? Und mögt ihr auch das besonders gerne bei Mandalorian? Also ich finde, das kriegt es am besten hin. Das ist die Serie, die es am besten hinkriegt, dieses Star-Wars-Feeling einzufangen für mich. Mit diesen ganzen geilen Details im Hintergrund und dieser ganzen lebendigen Welt mit so vielen coolen Charakteren, wo man sich wirklich in so einem Sci-Fi-Universum fühlt und nicht irgendwie die ganze Zeit nur denkt, ja, das ist irgendwie so mit vielen Menschen. Naja, vielleicht achte ich auch auf so einen Punkt zu viel. Gut, schreibt gerne mal eure Meinung rein. Das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ja, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, gerne morgen Abend dann auch an der Folgenbesprechung teilnehmen. Danke fürs dabei sein. Bis dann und ciao.